Präsenz, die Reportage. Themen, die bewegen. Heute die Bundesstraße 73. Auf 114 Kilometern zwischen Hamburg und Cuxhaven staut sich der Verkehr. Die einst idyllische Landschaft ist zerstört. Müll, Abgase und Gestank. Die Anwohner fürchten um ihre Gesundheit, sind gefangen hinter schalldichten Mauern. Wie lebt sich denn hier an der B73? Beschissen. Riskante Überholmanöver, Auffahrunfälle und tödliche Crashs. Polizei und Rettungsdienste sind rund um die Uhr im Einsatz. K1 die Reportage, B73, Leben mit dem Albtraum. Die Feuerwehrstelle mit Notfalleinsatz für den Rettungswagen 1142, Notarztstade, schwerer Verkehrsunfall, Bundesstraße 73, Wiepentaten, Steinkamp, mehrere Verletzte, hier Feuerwehrstelle Ende. Kurz nach 22 Uhr, Alarm für die Männer der Freiwilligen Feuerwehr Wiepentaten. Wieder ein Unfall auf der B73, Deutschlands gefährlichster Bundesstraße. Jetzt zählt jede Minute. Das Team ist eingespielt, jeder weiß, was er zu tun hat. Der Unfallort, eine Kreuzung am Stadtrand von Stade bei Hamburg. Nachts werden hier die Ampeln abgeschaltet, damit der Verkehr auf der B73 besser fließen kann. Ja, was wir hier sehen, anscheinend irgendwie eine Vorfahrtmessachtung. Ja, das Typische, was wir auf der B73 haben. Gerade wenn die Ampeln aus sind, dann rappert das irgendwo im Karton, ne? Ein Fahrzeugführer wollte aus der Nebenstraße kommt, nach links auf die Bundesstraße 73 einbiegen. Dann hat er bei die Vorfahrt eines von rechts kommenden Pkw-Fahrers übersehen. Die Unfallopfer, zwei Männer Mitte 20. Sie hatten Glück und kamen mit leichten Verletzungen davon. Ja, die Verletzten sind ja soweit versorgt. Unsere Aufgabe besteht jetzt im Endeffekt nur darin, dass es ist also etwas Öl ausgelaufen, Kühlflüssigkeit, was wir jetzt aufnehmen und im Endeffekt jetzt auch sehen, dass wir die Straße schnellstmöglichst für den Verkehr wieder freikriegen. Die B73, manche nennen sie die Todespiste. In den vergangenen 4 Jahren starben hier bei Unfällen 65 Menschen, über 400 wurden schwer verletzt. Pro Jahr kracht es knapp 1000 Mal auf den 114 Kilometern zwischen Hamburg und Cuxhaven im Nordwesten der Republik. Gut, so, wenn wir denn alles haben, alles wieder auf die Autos. Und dann gehen wir wieder frei hier. Für Ortsbrandmeister Wilfried Sprekels und seine Männer sind die Aufräumarbeiten nach einer Stunde abgeschlossen. Ich denke mal, das war's. In dieser Nacht war dies der einzige Unfall auf der B73. Oft passieren aber viel mehr. Kaum ist die Unfallstelle geräumt, wieder das gewohnte Bild. Die Autofahrer scheinen keine Zeit zu haben. Auch die Abschleppunternehmen kennen die Probleme nur zu gut. Also ich war die letzten 2 Wochen, habe ich hier schon mal welche weggeholt. Auf der gleichen Kreuzung jetzt hier, ne? Auch in dieser Zeit. Meistens Jagerei. Also B73 ist ja nun mal eben bekannt. Also nicht nur hier in Stade, sondern ich sag mal weiter auch nach Hamburg hoch. Dass da also viel gerast wird. Überholmanöver. Ich kriege es ja auch mit, wenn ich hier mit Boot fahre, wie das kann, teilweise überholt wird. Ne? Nur mit Kopfschütteln. Die Leute kriegen es einfach nicht richtig mit, ne? Und ich bin dann sicher Meinung, man kann es den, sag ich mal, den Rasern, die das rausprovozieren, nicht oft genug zeigen, was daraus passieren kann. Also die Schicksalsschläge sind hart. Ich weiß noch nicht, wie dieses ausgegangen ist, aber nach den Autos zu urteilen, nicht gerade schön, denke ich, ne? Uwe Gönner an der Bundesstraße 73, 20 Kilometer entfernt von Hamburg. Wer hier wohnt, lebt mit Gestank, Abgasen und Staus. Die Menschen ertragen den Wahnsinn, aber hinnehmen wollen sie ihn nicht. Die B73 führt mitten durch den Ort.
30.000 Fahrzeuge rollen hier täglich über den Asphalt. Im nächsten Jahr soll im Dorf zum Leidwesen der Anwohner auch noch ein neues Gewerbegebiet entstehen. Die Straße verspricht ein gutes Geschäft, doch die Schmerzgrenze ist längst überschritten. In der kleinen Gemeinde Uwelgönne machen die Bürger ihrem Ärger Luft. Wolfhard Büttner, geboren in Berlin, zog Mitte der 70er Jahre hierher. Damals war es hier noch fast wie im Paradies. Doch diese Zeiten sind schon lange vorbei. Wie lebt es denn hier an der B73? Beschissen. Egal, ob wir Feiertage haben oder werktags, sonntags, ab 21.40 Uhr, 21.45 Uhr geht das los. Voller LKW-Verkehr. Und dieser Verkehr nimmt zu. Als wir 75 das Grundstück gekauft haben, da war dieser starke Verkehr nicht in dem Maße, vor allem nicht der LKW-Verkehr. Der Krach. Nicht das einzige Leid von Wolfhard Büttner. Der Neu-Uwelgönner ist Pflanzenliebhaber. Doch die Freude an seinem Hobby ist ihm mittlerweile vergangen. So, wir sprachen vorhin vom Lärm. Aber es ist ja nicht nur der Lärm, sondern auch der Schmutz. Sie sehen hier verschiedene Blätter. Hier sehen Sie, dass da der Schmutz durch den Nektar der Lindenblüten festgeklebt worden ist. Und das ist nicht nur ein Blatt, das sehen Sie an verschiedenen Stellen. Das sehen Sie überall verstärkt. Das kommt von dem Verkehr. Immer wenn Hans-Heinrich Hadler mit seinem Traktor auf die B73 muss, überkommen ihn Angst und Wut. Manchmal dauert es ewig, bis ihm ein PKW- oder LKW-Fahrer eine Lücke lässt. Der Grund ist einfach. Überholen ist fast unmöglich. Jeder ist gezwungen, hinter dem Traktor herzuschleichen. Aber auch Fußgänger haben es schwer in Uwelgönne. Wer die Straße überqueren will, riskiert Kopf und Kragen. Wenn ich jetzt nach Richtung Hamburg will, ob das morgens um 6 mein Sohn und wir müssen zur Arbeit, wir kommen hier nicht rauf. Wir fahren meistens Zeit, fahren wir rechts rum, biegen nach Imbeek rein, drehen da um und kommen dann die B73 wieder zurück, weil da hinten eine Ampel ist. Dann haben wir mal eine Chance, auf die B73 raufzukommen. Ich habe bei diesem Übergang, wo ich da eben gestanden habe, mit dem Fahrrad in 5 Minuten gestanden, um da rüber zu kommen, mit dem Fahrrad. Also zufällig hat ein LKW, hat angehalten, ich da vorne rüberfahren. Träumen Sie denn manchmal von dem Verkehr hier? Ich habe immer gesagt, wenn wir draußen sitzen, man muss sich das so vorstellen, wie das Rauschen des Meeres, den Verkehr. So, und dann zuletzt, man schaltet ab, man wird gleichgültig. Doch der Verkehr hat nicht nur Schattenseiten. Wer an der Straße lebt, lebt auch von ihr. Äpfel, Kartoffeln und Blumen werden angeboten. Man sagt, nirgendwo in Deutschland sei die Ware so frisch wie hier. Die Parkplätze laden auch Lkw-Fahrer zur Pause ein. Platz ist genügend vorhanden. Jetzt in K1 die Reportage. Die Polizei macht Jagd auf Raser. Und Leben mit dem Albtraum. In der Grillstation sind Fernfahrer besonders gern gesehen. Der Schnellimbiss ist täglich bis 22 Uhr geöffnet. Der Umsatz stimmt. Aber auch hier kreisen die Gedanken der Trucker um die Straße. Also das ist unverständlich, wenn ich sehe, vielleicht 150 Meter vor mir. Also ist Gegenverkehr, und hinter mir ziehen sie aber noch mit 120 hier durch die Ortschaft durch. Das ist nicht normal, bloß um an der Ampelphase ein Auto oder ein LKW schneller zu werden. Das passiert, ja? Aber auf jeden Fall, das können Sie hier täglich sehen. Bisschen mehr Verständnis im Verkehr von beiden Seiten. Das ist genau das gleiche wie hier, wenn hier ein LKW-Fahrer raus möchte. Nein, das ist nicht möglich. Es gibt kein PKW. Ich selber fahre auch PKW und ich halte an. Und lasse die Leute raus, weil ich weiß, wenn man fährt, wie das ist. An der Grillstation macht auch Günter Lühmann regelmäßig Rast. Muss man erst mal wieder reinkommen, nicht? Ja. Irgendwie schaffen wir das. Wir haben einen kaputt fahren dabei. Der 72-Jährige kennt die Macken der B73 wie kaum ein anderer. Denn seit fast 40 Jahren ist Günter Lühmann fast täglich auf der Straße des Wahnsinns unterwegs.
Ich habe leider zwei Unfälle gehabt, tödliche Unfälle. Aber jedes Mal war ich Gott sei Dank nicht der Schuldige. Beim ersten Unfall, das war ein Auffahrunfall durch ein Motorrad. Der zweite Unfall, der war sehr tragisch, lief mir ein älterer Mann vor das Fahrzeug und den habe ich nur am rechten Oberschenkel berührt. Der hat sich höchstens das Bein gebrochen. Aber was hatte der Mann? Der hatte über seine Schulter gelegt eine sogenannte Schwedensäge, so eine Bügelsäge. Die hatte so eine ganz große, grobe Zähne. Und da hat er sich den Hals halb mit durchgeschnitten. 5 Kilometer hinter Stade. Es hat wieder gekracht. Die Rettungsdienste sind im Einsatz. Es regnet, die Straße ist glatt. Bei diesem Wetter kann jeder Überholvorgang tragisch enden. An der Unfallstelle Hektik. Der vordere musste bremsen aufgrund eines Tankenwagens, der mit Blaulicht kam. Der hintere hat zu spät mitgekriegt. Aber es ging nochmal glimpflich ab. Ja, Halswirbelschleudertrauma und Schock. Hinter der Unfallstelle staut sich der Verkehr. Über Funk kommt die Mitteilung, dass nur wenige Kilometer entfernt auf einer Zufahrtsstraße zur B73 ein weiterer Unfall passiert ist. Diesmal sieht es schlimmer aus. Nochmal einer damit anpassen. Es wurde mitgeteilt durch den Fahrer, dass hier ein Reh die Straße gekreuzt hat und er dadurch verunsichert war, von der Fahrbahn abkam und gegen den Baum gefahren ist. Hat das Auto verzogen? Ja. Ist er sehr schnell gewesen, der Fahrer? Wissen Sie das? Er soll also nicht sehr schnell gewesen sein und nach den Unfallspuren zu urteilen, wohl auch nicht übermäßig die Geschwindigkeit überzogen haben. Wie geht's dem Fahrer? Kann ich schlecht sagen. Sah nicht sehr gut aus. Der Fahrer kann sich nicht bewegen. Die Bergung ist kompliziert. Die Rettungssanitäter müssen äußerst behutsam arbeiten. Das Unfallopfer hat schwere Verletzungen und steht unter Schock. Der Mann muss sofort ins Krankenhaus Stade gebracht werden. Große Schmerzen hat er und er fällt unter die Kategorie Schwerverletzt, nicht lebensbedrohlich verletzt. Der Opel Astra, Totalschaden. Die B73, auf manchen Abschnitten eine Horrorstrecke. Obwohl es hier fast täglich kracht, versuchen viele Kraftfahrer immer wieder verlorene Zeit aufzuholen. Die Polizei hat den Rasern den Kampf angesagt. Mit Videokameras machen sie Jagd auf die Verkehrssünder. Erlaubt sind hier 70 Stundenkilometer. An diesem Tag wird zu schnell gefahren. Auf einer Strecke, auf der Tempo 50 gilt, hat es einer besonders eilig. Der BMW-Fahrer hat die Polizisten nicht bemerkt und gibt Gas. Wenig später stoppen ihn die Beamten. Beweisführung für den Verkehrssünder. Jetzt sehen Sie, da fängt an zu laufen, jetzt werden Ihre Sekunden und unsere Meter an zu laufen. Da, 50er Schild. So, jetzt wird es angehalten, jetzt werden die Meter angehalten und dann kommt die Geschwindigkeit von 99,61 da raus. Das wird hier angezeigt. Ne? Das ist die Zeit, die Sie gebraucht haben, um diese Wegstrecke zurückzulegen. Die Messstrecke beträgt also 798 Meter. 798 Meter in 28,84 Sekunden, das rechnet er um in eine Geschwindigkeit 99,61. Von diesen 99,61, das wird so und so weggelassen dahinter,
werden 5 km/h abgezogen, bleiben 94. Richtig? Also 44 zu schnell. 13,7 Kilometer hinter Stade. Ein Auffahrunfall. Sofort hat sich ein Rückstau gebildet. Die Polizei leitet den Verkehr an der Unfallstelle vorbei. 4 Fahrzeuge hat es diesmal erwischt. Ein typischer Crash auf Deutschlands gefährlichster Bundesstraße. Die Fahrzeuge mussten verkehrsbedingt an der Ampel infolge eines Staus anhalten. Daraufhin kam es zu einem Auffahrunfall, an dem, wie gesagt, die 4 beteiligten Fahrzeuge beschädigt wurden. Zum Glück nur ein Blechschaden. Verletzte gibt es nicht. Alle 4 Unfallteilnehmer können wenig später weiterfahren. In unmittelbarer Nähe der Unfallstelle führt die Polizei am nächsten Tag eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Der Blitzer ist in einer Kurve installiert. Tempo 70 darf hier gefahren werden. Für viele zu wenig. 2 Kilometer weiter ziehen die Beamten die Schnellfahrer aus dem Verkehr und bitten direkt zur Kasse. Das Opa hängt auf Lahmstuhl. Kennst du mich noch? Ja, kann ihn mal over. Ja, dann hab ich sein. Ja. Das ist auch wegen schlecht mit Anholen hier. Hast du den Führerschein und den Vorzeugschein eben durch? Ja. Und zu diesen Überraschungen gehört auch, dass die Moderatoren ihres Heimatländers nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen. Du hörst den Nebelschlussleuchte an. Kannst nur her mal kicken, so nebelig ist das ja nun. Dafür muss Opa Hing nicht zahlen. Kann nur mal sein, ob er auch noch Geld von ihm haben wird. Umsonst ist das ja auch eine, ne? Ich will Geld haben. Ja, ich will da mal eben nachfragen, wie hat er was? Oder wo du eben mit Tonnen VW-Bus kommen? Ja, ich komme. Ja, dann kannst du dich auch noch eben ein bisschen bewegen. Guckst nicht so langsam. Opa Hing war etwas mehr als 10 Kilometer zu schnell. 50 Mark wechseln den Besitzer. Dann kann er weiterfahren. So freundlich kann leider nicht jeder behandelt werden. Macht man das immer so? Das macht man nicht immer so, aber das war nun jemand, den ich kannte. Und der aus dem Ort kam, in dem ich groß geworden bin. Und zumal auch noch ein älterer Mensch. Und mit dem bin ich auch in dieser Sprache groß geworden. Und deshalb spreche ich auch heute mit dem noch genauso. Die Polizisten haben alle Hände voll zu tun. Ich bin ein paar zu schnell gefahren. Warum wohl? Weil man nicht vorankommt. Ganz schlicht und ergreifend. Und dann steht man natürlich an Stellen, wo man nicht drauf achtet. Ist ganz einfach. Aber was soll's? Ich kann mich da nicht überärgern. Ich fahre 30 Jahre, bin mal erwischt worden. Was soll's? Man kann einfach nicht überholen. Zumindest zu den Hauptzeiten nicht. Man muss einfach hinterherfahren, man muss die Zeit einplanen. Auch wenn dann ein Trecker vor einem fährt oder ein LKW oder sowas. Man muss die Zeit haben. Wie viel Geld sind Sie losgeworden jetzt? Ich kann sagen, ging noch gerade. War noch an der Grenze. Ne? Gute Fahrt. Ja, muss ich die Frau wieder abziehen vom Haushaltsgeld. Ist egal. Tschüss. Roter Nissan, 170. Kurz vor Ende der Kontrolle dann der Spitzenreiter des Tages bei einer Begrenzung von 70 Kilometer pro Stunde. Ich bin nicht gestorben, das gereizt ist man, ne? Mhm. Und deswegen, na gut, dann kommt dann sowas dazu, aber das ist nur irgendwo eigene Schuld, sag ich mal. Ich werde wahrscheinlich, Bußgeld, ganze Stange, und ich werde wahrscheinlich einen Monat Fahrverbot haben. Wie schnell waren Sie denn? Ich, also laut Blitzapparat hatte ich 110 oder 113. Mhm. Auf der 70er Strecke? 70er Strecke, ja. Natürlich auch ein bisschen leicht zu machen. Ja, klar, aber ich sag mal, es fast fahren viele nicht vorschriftsmäßig hin. Und wenn man da irgendwie teilweise irgendwelche Leute haben, die auch wo 70 oder im Landstraße 100 erlaubt ist, die dann mit 60 da langfahren, dann irgendwo wird man da langsam gereizt. Man sagt ja über die B73, das sei eine Todesstrecke. Ist es auch. Ist es auch? Ja, ich habe genug Statistiken. Ne? Wenn ich morgens, ich fahre ja morgens bis nach Cuxhaven hoch,
seit Januar jetzt und da sind schon also etliche Unfälle. Also, und wenn es so kleine Sachen gewesen sind. Aber war schon gewaltig. Kilometer 5,3 nördlich von Stade. Wer den Stau hinter sich gelassen hat, fühlt sich hier endlich frei. Die Fahrbahn ist gut ausgebaut. Wer beschleunigen kann, tut es, trotz Überholverbot, zum Leidwesen der Anwohner. Überholverbot. Keine Seltenheit. Ja. Nee. Und wenn Sie Pech haben und blinken jetzt und wollen hier rein, denn der Erste bleibt hinten und der Zweite oder Dritte fängt an zu überholen. Ne? Dann hast du hier nur noch eine Chance, rechts in den Graben rein und abtauchen. Und dann nur an dem Abschnitt hier so gerast oder überall? Ich denke mal überall, aber ich denke mal, dieser Abschnitt bietet sich einfach an, weil die Strecke gerade ist, ne? Wie schnell fahren denn die Leute hier? Wie schnell fahren die? 150, 160 teilweise. Motorräder im Sommer, sag ich mal, unter Umständen noch 200. Ja, wie viele Tote haben Sie hier schon gesehen? 2, 4, 6 Stück in den letzten 10 Jahren. Makaber. In den letzten 10 Jahren hat es gerade in diesem Abschnitt der B73 häufig gekracht. Hauptursachen: überhöhte Geschwindigkeit, riskantes und leichtsinniges Überholen. Fast jeder Unfall mit tödlichen Folgen. Am 5. Februar 1997 spielte sich hier einer der grausamsten Unfälle ab. Zwei Hamburger Ehepaare waren auf dem Rückweg von einer Beerdigung. Nach einem Überholversuch musste der 74-jährige Fahrer abbremsen, kam ins Schleudern und prallte mit seinem Mercedes gegen einen Baum. 3 Tote, 1 Schwerverletzter. Bekannte, die ebenfalls von der Beerdigung kamen und hinunterfuhren, mussten das Unglück mit ansehen. Freie Fahrt auf der Bundesstraße 73. Die 114 Kilometer zwischen Hamburg und Cuxhaven sind in den Stoßzeiten normalerweise nicht unter 4 Stunden zu schaffen. Es gab ja vor Jahren mal, es gibt teilweise heute auch noch, sogenannte dreispurige Straßen. Und das sind Kampfspuren, sind das, die mittlere. Der von hier kommt, der denkt, boah, ich kann ja ausscheren. Und der von vorne kommt, der denkt auch. Und dann geht's los. Mal sehen, wer die besseren Nerven hat, sozusagen. Dann bleiben sie hängen, bis es kracht. Die Ortschaft Horneburg auf halber Strecke zwischen Hamburg und Cuxhaven. Kreuzungsbereich Issendorfer Straße. Genau auf der Ecke das Haus Nummer 44. Früher sah es hier einmal so aus. In den 70er Jahren wurde die Kreuzung ausgebaut. Der Verkehr nahm im Laufe der Zeit immer mehr zu, bis er schließlich für die Anwohner unerträglich wurde. Und deshalb bekamen die Horneburger 1997 eine Schallschutzwand. Die Kosten dafür wurden nach langem Streit vom Bund übernommen. Sie nennen sie die Klagemauer. Hier ist ja ewig Verkehr, Tag und Nacht. Das haben wir immer. Was hier von Autos durchfahren. Was sollen wir machen? Wir sind jetzt erstmal zufrieden, dass wir erstmal unten den Krach nicht so doll haben mehr. Mhm. Aber oben ist es noch so geblieben. Weil drüben ist der das Bauhof von, jetzt zu doll. Von den Straßenbauern. Und die Bäume, die schützen ja auch noch. Ne? Also geht der Lärm geht ja nur hoch. Und wir sollten das selber bezahlen. Quadratmeter sollte 1000 Mark kosten. Und die Anlieger bis unten. Oder zur Schanzenstraße. Ja. Die sollten ganz alle mitbezahlen. Und das ist. Da haben wir uns gegen gewehrt. Ganz in der Nähe wieder ein Auffahrunfall.
Zum Glück ist nicht allzu viel passiert. Diese Autos hat es erwischt. Außer ein paar kleinen Dellen und zerbrochenem Glas ist nicht viel passiert. Natürlich alle bremsen und fuhren alle ineinander rein. Sie waren in der Mitte? Ich war der letzte Fahrer. Und jetzt heißt es, der erste, er hat zwar, ist zwar rausgefahren, der zweite konnte aber bremsen und ich bin dem dritten rein. Soll ich auch noch jetzt Schuld am Unfall haben? Waren Sie natürlich nicht in Ordnung. Fahren Sie öfter auf der B73? Ich fahre immer auf der B73, ja. Also oft. Das ist eine Todesfalle. Todesstraße. Die meisten Unfälle überhaupt in ganz Deutschland. Die Frau war gerade auf dem Weg von Cuxhaven nach Berlin. Ihr Auto ist zwar noch fahrtüchtig, die Reise in die Hauptstadt aber muss sie auf später verschieben. Abstecher nach Friedenbeck, 10 Kilometer südlich der B73. Familie Gotthard betreibt hier ein Abschleppunternehmen. Über mangelnde Arbeit können sich Vater und Sohn nicht beklagen. Diesen roten Ford haben sie erst nachts zuvor von der Straße geholt. Schrottautos haben ihr Leben geprägt. Man macht das nur seit 40 Jahren und dann erlebt man schon was dabei. Ne? Und man wird ja auch etwas abgehärtet. Ne? Es ist alles nicht einfach, aber es ist der Beruf. Ne? Man muss da durch. Haben wir uns so ausgesucht. Von dem Ford ist nicht allzu viel übrig geblieben. Auf regennasser Straße stießen die Fahrer frontal zusammen. Sie haben schwer verletzt überlebt. Der Vater eines Verunglückten kommt am nächsten Tag auf den Schrottplatz, um die Überreste des Unfallwagens zu begutachten. Oh, der Glück gehabt, Edi. Viel Glück. Das ist das Auto von Ihrem Sohn, ja? Nee, mein Auto ist Sohn fahren, die. Ja. Überholen. Dann der hat der Schuld. Nichts machen. Ja. Der Lkw-Fahrer Günther Lühmann hat inzwischen Neukloster erreicht. Hier geht es nur schleppend voran. Zeit für Erinnerungen. Wie ich 1948 angefangen bin, dort hatte ich einen Bössing mit 105 PS. Dieser hat 365. Dann fuhren wir mit zwei Anhängern. Da gab es keine Heizung, da gab es keine Luftfederung oder gefederte Sitze. Da war nur die Blattfederung und da saß man auf den Sitz. Und wenn es kalt wurde, dann musste man sich schön was anziehen. Das war das Ideale. Die Ortsdurchfahrt Neukloster gehört zu einer der gefährlichsten Stellen auf der B73. Die Anwohner nennen sie die sogenannte Todeskurve. Tag für Tag schlängeln sich 35.000 Fahrzeuge an den Häusern vorbei. Für Bewohner und Autofahrer gleichermaßen eine Qual. Erst vor kurzem bekam hier ein LKW die Kurve nicht, zerstörte den Schutzzaun und einen Hydranten. Die Bürger aus Neukloster waren stundenlang ohne Wasser. Doch die Anwohner haben Schlimmeres erlebt. Das Schlimmste war eigentlich, wie der LKW hier reingefahren ist. Da hat uns die Hauswand auf fast 5 Meter aufgerissen hier. Ne? Da stand kein Stein mehr auf dem Eimer. Traurig, aber wahr. Ne? Na, wir haben ja schon gelernt, mit der Straße zu leben, aber mit den Verkehrsteilnehmern, die sich hier also rücksichtslos verhalten, da haben wir nicht mit gelernt zu leben. Ne? Hier sind sehr viele Unfälle gewesen. Vor allen Dingen auch schwere Unfälle bis hin tödliche Unfälle. In beide Richtungen. Und das liegt wohl im Wesentlichen daran, dass hier eine leicht abschüssige Straße ist und ein Kurvenverlauf, der nicht gut einzusehen ist. Es ist ja jetzt hier sehr laut an der Straße. Ist das eigentlich immer so? Wir haben in meinen jüngeren Jahren ja noch über die Straße uns unterhalten können. Das ist nun natürlich nicht mehr möglich. Die Straße trennt uns wie eine Mauer hier im Ort. Die Bewohner von Neukloster haben sich gegen die Zustände mit einer Bürgerinitiative zur Wehr gesetzt. Manfred Brandt hat alle Aktivitäten dokumentiert und auf Dias festgehalten. Ein Kampf über Jahre.
mussten kämpfen um den ersten Zebrastreifen hier, ne? Und wie das diese Ausmaße annahm, da habe ich mal den Vorschlag gemacht, wenn Sie den flüssigen Autoverkehr behalten wollen, dann sollte man hier einen Tunnel vorbereiten, ne? Damit wir hier störungsfrei durchgehen können. Man muss ja auch mal den Bewohner hier sehen, ne? Der lebt mit Gase und mit Lärm, dass man zum Verzweifeln kommt hier mit Sicherheit. Ne? Das ist gleichzeitig auch Schulweg hier. Und da waren die Schüler natürlich immer in Gefahr, wenn hier abbiegender Verkehr war, dass sie übersehen wurden einfach. Und da haben wir damals das erzwungen, dass hier eine Ampelschaltung installiert wurde, die so ist, dass immer nur eine Fahrbahn grün oder rot hat. Alternativ. Aber der Fußgänger bekommt kein Grün. Der bekommt erst Grün, wenn er selber die Anforderung drückt. Und dann wird aber für ihn die gesamte Kreuzung gesperrt. Dann darf kein Fahrzeug fahren und nur Fußgänger haben dann Grün und können völlig sicher die Kreuzung überqueren. Der Verkehr auf Deutschlands gefährlichster Bundesstraße, der B73, nimmt ständig zu. Der einzige Ausweg scheint eine Autobahn zu sein. Das Projekt existiert schon seit 30 Jahren. Die A26 soll parallel zur Bundesstraße entstehen. Die Autobahn A26 ist geplant, insgesamt vierstreifig. Wir haben allerdings die Vorgabe, zunächst lediglich eine Richtungsfahrbahn mit zwei Fahrstreifen fertigzustellen. Und die Zusage seitens des Bundesverkehrsministeriums steht allerdings, dass die zweite Richtungsfahrbahn auch erstellt wird, wenn die A26 die volle Verkehrsbelastung bekommt. Und das wird der Zeitpunkt sein, zu dem die A26 dann durchgehend bis zur Autobahn A7 auf Hamburger Gebiet fertiggestellt sein wird. Befürworter kontra Gegner. Mehr als 24 Aktenordner sind gefüllt. Die Pläne für die ersten 12 Kilometer liegen vor, doch nicht alle sind für die Autobahn. Der erste Spatenstich ist bereits getan. Ein Zwischenschöpfwerk zur Absenkung des Grundwasserspiegels, da wo die Trasse verlaufen soll, wurde gebaut. Wann es weitergeht, ist ungewiss, denn die Kassen sind leer. Auch Anne-Dore Völkers ist gegen die Autobahn. Die Lehrerin hat auch ganz persönliche Gründe dafür. Ich stamme aus einem kleinen Ort nördlich von Stade und während unserer Kindheit haben wir im Frühjahr und im Herbst im Moor gespielt. Räuber und Gendarm, Indianer. Und im Sommer, so wie es das Wetter zuließ, mittags aus der Schule, Ranzen in die Ecke und dann ab aufs Fahrrad und an die Elbe zum Strand. Und nach Beendigung der Schule fing ich an zu studieren und kam nach Ende des Studiums wieder zurück nach Bützfleth und erkannte mein Dorf nicht wieder. Denn das Moor, in dem wir als Kinder getobt hatten, war zu einer Rotschlammdeponie umgewidmet worden. Und der Strand, an dem wir den ganzen Sommer über eigentlich gelebt hatten, dort waren große Industriegebiete. Und dieses Erlebnis, das hat mich so erschreckt, dass ich geglaubt habe, du musst irgendetwas tun, damit wenigstens ein Teil der Natur noch für unsere Kinder erhalten bleibt. Wenn es Nacht wird auf der B73. Die schweren Unfälle auf der Todespiste. Jetzt in K1 die Reportage. Licht von Stade. Am 13. September 1998, kurz vor 22 Uhr, wurde hier ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt. Gedenken der Hinterbliebenen. Feuervater für einen Mensch. Sehr freundlich, sehr hilfsbereit zu jedem. Oh, und eigentlich immer sehr vorsichtig, aber diesmal nicht vorsichtig genug. Es war immer sein Traum, er hat gesagt, wenn er Opa wird, kauft er sich ein Motorrad. Und da er vor einem Jahr Opa geworden ist, hat er sich eben ein Motorrad gekauft. Der Motorradfahrer war sofort tot. Auch ein Arzt, der erste Hilfe leisten wollte, konnte ihm nicht mehr helfen. Es wird Nacht auf der B73, aber Ruhe kehrt auch dann nicht ein. Die Karawane zieht weiter.
Es hat noch einmal gekracht, auf freier Strecke zwischen Stade und Horneburg. Ein PKW-Fahrer hat den vor ihm fahrenden Öllaster zu spät bemerkt. Es kam zum Crash. Haben Sie einen Schock oder was? Nein, erschrocken bin ich schon. So ein Knall, unnormal. Die Polizei möchte die Straße so schnell wie möglich frei bekommen, aber die Stoßstange des Lasters ist so verbogen, dass er nicht weiterfahren kann. Zwangspause. Ich bin vom Mann, der wird mich herausgefahren. Und war einmal gerade richtig geknallt. Ich halte geblieben, raus. Das war's schon. Was passiert ist, wissen Sie das? Nein, mein Vater, naja, da war eine Blutarterie, aber ich glaube, so schlimm ist das auch ja nicht. Bisschen geblutet hat er schon, aber... Das Auto des PKW-Fahrers. Totalschaden. Er selbst kam mit leichten Verletzungen davon. Das war wohl ein Auffahrunfall. Aus der Fahrt heraus, ohne dass der Vordermann abgebremst ist. Und die Unfallursache ist vermutlich Alkoholgenuss. Das verursacht den Fahrzeug. Wie sich später herausstellt, hatte der PKW-Fahrer 1,54 Promille Alkohol im Blut. Angeschnallt war er auch nicht. Das Entfernen der Stoßstange ist immer noch schwierig. Erst nach einer Stunde sind die Arbeiten beendet. Die Unfallstelle am nächsten Morgen. Nur noch Schrottreste erinnern an das Ereignis der Nacht zuvor. Wieder freie Fahrt auf der B73. Bis zum nächsten Unfall. K1 die Reportage. Themen, die bewegen. Nächsten Donnerstag. Hurricanes. Die 140.